Leute, ich bin niemand, der sich gern beschwert. Ich bin einfach nur ein Typ, der will einfach nur seine Sachen machen und glücklich sein. Aber wir haben jetzt 2:45 und ich wollte noch ein First Time aufnehmen für meinen Urlaub, weil ich bin Samstag bis Mittwoch tatsächlich bei meiner Familie, weil meine Schwester ihren 30. Geburtstag feiert und ich da sehr gerne sein werde. Und ich habe gerade ein Elise-Game gemacht. 8:09. First Time Elise, komplett weggecarried. Was ist? Ich habe vergessen aufzunehmen. Press F to pay respect. Sad life, Mann. Deswegen habe ich jetzt noch eine Aurelie und Säuger mit. Ich habe überlegt, glaube ich, noch ein Elise-Game mache, aber irgendwie nimmt das den Sinn des Formats hier so ein bisschen weg, weil ich immer das erste Video nehmen will. An dieser Stelle auch einmal der Hinweis, weil es relativ oft kam in letzter Zeit, wo Leute sagen, Alter, Johnny, halt doch dein Maul, es kann gar nicht sein, dass du Champs zum ersten Mal spielst, du spielst seit 9 Jahren. Und ich will ehrlich sein, Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Champion wirklich zum allerersten Mal spiele, ist tatsächlich nicht so hoch. Es kann tatsächlich sein, dass ich einen Champion vorher schon mal in einem Aram oder sonst was gespielt habe. Was aber immer der Fall sein wird, ist, dass ich die Champions, die ich hier spiele, wirklich seit vielleicht 300 Games oder so nicht mehr gezockt habe. Ich glaube, es war übrigens Kerngebus. Ich glaube, ich darf jetzt auf Level 2 recorden, weil ich habe jetzt gar kein E, um auf die Lane zu kommen. Das heißt, ich verpasse einen Minion für ein Pink Ward. This was dumb. Das heißt, ich spiele die Champions League zum ersten Mal. Ich habe Aurelia Sol auch schon mal gespielt. Bei Elise glaube ich wirklich, dass es vielleicht mit mein erstes Mal war. Aber die Illusion, dass es wirklich das allererste Mal ist, die möchte ich auch gar nicht aufrechterhalten. Was tatsächlich wahr ist, ist, dass ich die Champions einfach zum Verrecken nicht kann, weil ich sie nie spiele. Ihr seht das zum Beispiel an so Champions wie Shaco, wo ich auch schon mal einen Durchgequatsch zu gemacht habe. Das sind Champions, die ich in meinem Leben irgendwann mal recht intensiv gespielt habe und mir sie deswegen sehr schnell wieder ins Bewusstsein rufen kann. Oder Champions, die ich super schnell kann, weil sie einfach Champions stark ähneln. Muss ich jetzt mal überlegen, ob ich das hier überhaupt pushen will. Ich spiele ja gegen LeBlanc. Aber ich glaube, die Frage stellt sich bei Aurelio und Sony. Ich glaube, es stellt sich immer nur die Frage, wie schnell ich es pushen will. Aurelio und Sony zum Beispiel habe ich mir 3 Games mal angeguckt, weil Kutscher ein Riesenfan von den Champions ist. Deswegen ist dieses Video hier auch für Kutscher. Ja. Ich will ihn ja glücklich machen. Und ich glaube, das hier wird ihn glücklich machen zu sehen, weil er, glaube ich, immer will, dass ich diesen Champion spiele. Jetzt habe ich Darkseid, jetzt macht der Recoil Sinn, jetzt habe ich auch mein E ab. Und jetzt funktioniert das auch deutlich besser. Ich muss mal gerade gucken, ich kann auch über diesen Nexus hier drüber fliegen, oder? Yes, here we go. Zack, und schon wieder auf dem Rückweg. Das ist quasi das Prinzip von der Rede und so. Du pushst, geh Space, pushst, geh Space, pushst, geh Space und die Nice quasi die komplette Lane. Ich finde es übrigens allerdings auch amüsant, dass es manchmal so war, dass 50% der Leute sagen, Alter Johnny, halt den Maul, du spielst den Champ nicht zum ersten Mal, was soll die Lügerei? Und die andere Hälfte sagt, Alter Johnny, wie kann man nur so kerngeboostet sein auf dem Champion? Wo ich mir denke, eine Seite von euch hat auf jeden Fall recht und die andere dementsprechend unrecht. Die LeBlanc hat das übrigens hier sehr gelassen. Oh, shit. Da konnte ich nicht so viel machen, ne? Ich habe den Q nicht reaktiviert, weil ich dachte, es ist wie bei Nivea. Wenn ich auf den Gegner treffe, explodiert das Ding. Aber das ist gar nicht der Fall. Und den Pickwort, den ich hatte, durch meinen Free Recall habe ich nicht gesetzt und war deswegen gleich gankbar. Und ich habe mein E noch aktiviert und kann deswegen jetzt nicht wieder schnell zu lane. Fuck me. LeBron hat das scheinbar doch nicht so entspannt hingenommen. Ich denke, dass bei Aurelion eine der wichtigen Dinge ist, dass du Vision auf den beiden Side-Lanes hast, weil du auf den beiden Seiten der Midlane hast, weil du ja immer pushen willst. Dementsprechend muss ich da auf jeden Fall gleich vorsichtiger sein. Aber wie soll ich das denn hier Turret lasteten? Oh Gott, scheiße. Okay, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Eben bei Elise hatte ich einen großen Vorteil, oder generell, wenn man Jungler zum ersten Mal spielt, hat man einen großen Vorteil, dass man 45 Sekunden cooldown. Ich habe den eben gar nicht mehr genutzt. Ich hatte den einfach nur nicht ab. Wer denkt sich denn 40 Sekunden cooldown aus? So, das gehört doch verboten. Das ist doch illegal, oder? Kann mir doch keiner erzählen, dass das legal ist, so viel Cooldown auf den Spell zu geben. Bin jetzt auch XP-mäßig ziemlich far behind, weil ich auch noch die Kenne mit den Wave gemisst habe. Okay, this didn't work out. Ich dachte tatsächlich, ich könnte das traden, aber ich glaube, ich darf den W niemals kleiner machen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich den Gegner nicht mehr treffen kann. Später habe ich natürlich nochmal die Ult, um den da auf Distanz zu halten, aber boah, ich schreibe mal gerne in die Kommentare, wenn ihr in Aurelion One-Trick seid, weil ich glaube, davon gibt es einige. Der Champion ist einer, der in der Solo-Queue eigentlich immer noch hohe Winrate hat, weil Gott bless, niemand weiß, wie man dagegen spielt. Also ich weiß ja nicht mal, wie man den spielt.
Und gerade deswegen glaube ich, dass auch ein First-Time-Aurelion-Soul-Gameplay mir sehr helfen wird, weil das ein Champion ist, den ich nie verstanden habe. Also wirklich nie. Aurelion Soul ist einfach ein Buch mit 7 Siegeln, fühle ich. Ich weiß, dass man super oft recallt. Ich finde, das mache ich sehr gut. Ich recalle es sehr, sehr oft. Ob das jetzt bis jetzt alles sinnvoll war, ist einmal dahingestellt. Ich glaube, ich kann das ja auch vor interrupten, ne? Ja, kann ich. Okay. Das war jetzt natürlich hier jetzt nicht so sinnvoll, aber ich habe es ganz am Ende gemacht. Oh, what? Can we gank it? Okay. Riecht der auch einen Verschuck in den Turret? Ich rieche ihn auf jeden Fall. Ich habe wieder einen Minion verpasst, aber einen Minion verpassen ist halt, wie gesagt, nicht so schlimm. Ich glaube, man geht normalerweise noch früher für die besseren Boots. Tonic-Dings, also dass eure Potions-Sänger halten, ist auf Aurelion übrigens auch komplett Pflicht. Ah, okay, ich habe ein bisschen längeren Cooldown auf den Weg, als ich dachte. Ich kriege es auch noch nicht hin, dass ich hier alle treffe. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Ich probiere eine Top-Lane zu roam. Also Roam ist natürlich auch was man sehr gut machen kann, aber mein Problem ist gerade, dass ich eben geresettet habe. Sorgt dafür, dass ich jetzt kein E-Up habe. Ich werde trotzdem mal Roam. Ich glaube, wir machen beide Putz rein. Okay. This is working great so far. I should probably push that. Ja, ich sollte das auf jeden Fall pushen. Okay, so treffe ich zumindest die meisten. Sorry for being late. Er hatte wahrscheinlich gedacht, dass ich mein E-Up habe, was natürlich auch sinnvoll wäre. Ich glaube, die meisten gehen für die Tier 3 Boots, aber ich werde mal hier für Magic Pen gehen, weil es mein Signature-Move ist. Ich glaube, ich muss mich da übrigens auch nicht entschuldigen. Aber ich mache es einfach, weil vielleicht ist er getriggert. Und ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich finde einfach, es ist viel leichter für mich zu sagen, hey, I'm sorry. Als dass ich es nicht tue. Der Roam hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, der Ultimate-Einsatz wird ihn eigentlich in die Tür hauen, aber das ist, glaube ich, trotzdem fein. Okay. This is going great. Einerseits habe ich natürlich auch super viel Leben verloren, weil ich am Ende nochmal die Ult-Kette kassiert hatte. Okay. Ich habe eine LeBlanc gekillt. Als Aurelion. What the actual fuck is happening? Okay, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte, dass ich hier hart geklappt werde auf der Lane, gerade nach dem schlechten Start, aber das lief jetzt sehr, sehr gut. Ich glaube, sie hat das auch einfach terrible gespielt. Da würde ich mich jetzt einfach mal festlegen. Aber das ist ja... Oh, what? Wie sick ist denn der Recoil? Solid. Ich gucke mir sowas nie an, weil ich normalerweise nie Zeit dafür habe. Pew pew. Ziemlich cool, Mann. Botlane läuft auch. Der Einzige, der bis jetzt erfolgreich gegankt wurde, war ich. Und ich habe gerade erfolgreich einen Solo-Kill gemacht. Ich habe jetzt sogar wieder Ult ab. Also der Q ist jetzt sehr schwer zu dodgen für den Gegner, ne? Und ich kriege halt Movement Speed. Ich glaube, ich kriege das nicht so ganz hin, weil ich habe ja Phase Rush und so. Und ich glaube, ich kann quasi mit meinem Movement Speed viel mehr den Gegner outplayen. LeBlanc AFK? Oder bin ich einfach so schnell wieder auf die Lane, dass ich nicht weiß, was Sache ist? Hä? Och ne, jetzt gehe ich auf AFK, LeBlanc. Doch nicht in meiner Aufnahme. Ja, das ist leider meine letzte Chance, aber wenn ich gleich nicht pennen gehe, morgen ist das Boostcamp. Das heißt, wenn ihr mich müde im Boostcamp gesehen habt, dann wisst ihr auch warum. Aber ich kann nicht noch ein Game öffnen. Die soll man nicht auf AFK gehen. Ist ja übel lame. Oh, der ist hier wieder. Gott sei Dank. Natürlich irgendwo auch nicht, Gott sei Dank. Oh shit, der wird mich treffen. Alter, ich bin ja komplett sicker Player. Ah, ich kann eh nur pushen. Na, ich habe jetzt kein Mana mehr, obwohl ich einen Blue Buff habe. Bisschen überraschend, aber ich habe einen Lost Chapter ab. Good job, guys. Alter, das ist ja insane. Ich stehe einfach 4-1. Ich habe halt insane Damage. Ich glaube, das Boostcamp wird ein Freerun, Alter. LeBron müsste eigentlich ein sehr gutes Matchup haben in Aurelion. Aber Aurelion ist natürlich auch schwer zu handeln. Wenn ich mein Hexer-GP habe, wird es ja noch schlimmer, weil wenn ich ihn slow.
Könnt ihr eigentlich auch Slow Aurelion spielen, ne? Aber ich glaube, Face ist einfach zu gut, weil das zu leicht pocken kann. Pocken kannst. What's up, mate? Na komm. Du willst doch traden. Wir sind das doch beide. Oh shit. Oh fucking hell. Oh fucking hell. Wenn ich den wenig ausgemacht hätte, ich muss mir das echt abgewöhnen. Ich hätte was machen können. Oh, bad. Oh, Camilla hat halt einen dicken Shutdown bekommen. Aber habt ihr gesehen, wie viel Damage? Ich glaube, wenn ich da Ult gehabt hätte, hätte ich beide killen können. Das war halt insane, was ich an Damage ausgedrückt habe. Genau, für Blue Trinket. Ich glaube, actually ist Red Trinket besser. Ich glaube, man sollte es so einsetzen, dass man direkt unter den Turret rauskommt, wie ich es einmal aus Versehen gemacht habe. Und wenn ich jetzt den Q einsetze, kriege ich ja Movement Speed, ne? Das heißt, diese Genki-Dama, die immer alle machen, ist sogar actually worth. Weil man den Movement Speed bekommt. Nein. Oh Mann. Oh my, oh my, oh my. Ah, ich könnte den Turret relativ easy deffen. Ich denke nicht, dass die Kamele auch Ult hat, aber ich sollte trotzdem nicht reingehen. Also, dass die Ult quasi die Leute immer genau aus dem Ding rausdonnert, ist halt geil. Oh, fuck, sie hat noch Ult. Ich habe noch einen Knall draufgepackt, vielleicht reicht das. Wahrscheinlich zu euch, ein fucking hell. Es ist. Ach, die kann halt in den Fight auch nochmal reinkommen, ne? Oh my. Okay, ich krieg keinen Assist mehr. Aber den habe ich mir in der Szene vielleicht auch nicht verdient. Ich würde Double Magic Pen gehen. Ich muss sagen, Magic Pen hat sich halt gerade gegen LeBlanc extremst gelohnt. Ja, es war ein bisschen cocky. Ich habe vorher noch gesagt, ich weiß nicht genau, ob sie. Bin ich schneller als der Q? Bin ich genauso schnell wie der Q? Wie cool ist das denn? Oh, schade, dass man den da nicht sofort wieder abhat. Das wäre natürlich auch broken. Da ist eine Seele, mein Junge. Ich muss ein bisschen warten, bis er weg ist. Damit ich die XP nicht share. Share. Oh, fuck. Ah, LeBlanc sollte nicht an Feed kommen. Aber ich glaube, ich bin sehr gut darin, jetzt einfach die Wave hart zu pushen. Ich habe natürlich nur Kenne-Minions dematerialisiert, weil ich immer schnell pushen wollte. Ja, meine Idee, nicht die XP zu scheren, hat sich bis jetzt noch nicht so bezahlt gemacht. Alter Schwede. Wie weit komme ich denn? Ah, du willst mich austanzen, aber ich habe einen Kuppet Thresh dabei. Und der ist Tanzlehrer. Ah, das ist ja brillant, dieser Champ. Ich weiß nicht, als ich Aurelion. Ich habe Aurelion vor. Nach dem letzten Boostcamp, vor einem ziemlich genau ein Jahr oder so. Nee, vor zwei Boostcamps. Habe ich den zweimal gespielt und ich fand ihn fürchterlich. Aber das geht jetzt voll klar. Ich habe heute aber auch einfach nur einen verdammt guten Tag. I'm not sure. Wenn ihr Spaß daran habt, könnt ihr übrigens immer raussuchen, wenn ich den Champ das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß aber nicht genau, wie man das raussuchen will. Ich weiß gar nicht genau, ob das der Flash war. Ich konnte übrigens eben die Range meines Es nicht richtig einschätzen. Aber ich habe einfach ein bisschen geraten und es hat schon gereicht. Dass man selber entscheiden kann, wenn der Q abgeht, ist, glaube ich, auch noch ein Grund, wo ich viele Fehler mache. Oh, warte mal, ich könnte Midlane-Töten noch nehmen. Vielleicht kann man auch Double Darksee gehen.
Weil man darüber noch mehr Mana Rick hat. Alter. Also ich meine, die Hitbox vom Q ist ja obviously lächerlich, weil er so hoch ist. Aber das Ding ist halt, man kriegt die ganze Zeit Damage in die Fresse und braucht deswegen die Corruption Potion. Nonstop im Endeffekt. Und man wird halt ständig gesehen. Oh, und Buffs machen stellt sich jetzt obviously schwierig. Aber es geht. Da oben schon braucht man einfach nur länger. Kann ich hier einfach mal reinfliegen? Hallo! Oh, was? Oh nein, ich hatte noch Corruption Potions. Ich glaube, ich wäre da sogar noch rausgekommen, wenn ich es besser gespielt hätte. Und ich hatte irgendwie den W, glaube ich, nicht aktiviert, bevor ich den E aktivierte. Und deswegen war ich, glaube ich, nicht so schnell, wie ich hätte sein können. Twitcher, das wäre echt nice, da. Ja, vielleicht kann man einfach Full IP gehen. Warte, ich guck mal gerade, was Hui baut. Robits, Aurelia und so. Ich meine, Rylai's oder so würde natürlich echt Sinn machen. Ah, es ist Ludens, actually. Da geht gar nicht Hexer-GP. Aber ich finde das eigentlich ziemlich strong. Soll ich mal Ludens doch hinterherbauen? Ne, das ist ein kleiner Overkill. Actually, kaufe ich mir nichts. Weil ich schon einen Teil von Rylai's habe. Ich bin jetzt natürlich nicht beim Team. Mein Team macht krasse Sachen. Wenn der Kaiser eine LeBlanc eulint, dann weißt du, was Sache ist. Ja, da weißt du, dass dein Team gut dabei ist. Steht halt 19-7. 9-17. Oh, das ist ja fast das Gleiche. Mein Rift wird auch immer abstruser. Also langsam kill ich einfach alles instant. Okay. Hier sind auf jeden Fall zu viele Gegner. Da könnte sich der Junge. Aber wir schauen mal Basen an, sonst hätte er ja die Dinger aufgesammelt. Was aber auch Sinn macht. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich den E aktiviere, bin ich auf der Map sichtbar. Und ich glaube, das hat mir zum Beispiel eben, als ich einfach auf die Midlane gehebt bin, einen riesen Nachteil verschafft. Was geht ab, Mate? Sup? Oh, wir haben ihn actually. Ich dachte, wir hätten ihn verloren. Okay. Ich glaube, man muss echt... Also, Tier 3 Boots wären wahrscheinlich in vielen Situationen noch krasser. Ah, ich muss sie irgendwie so kiten. Vielleicht geht er auch nicht Hexer-GP. Weil er weiß, dass er Rylai's geht. Schild nehmen ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Machen wir das den W zwischendurch immer mal wieder aus, um ein bisschen Mana zu saven. Aber mein Impact in dem Game war halt wirklich insane. Also jetzt ist es natürlich so ein bisschen Face Roll. Submate. Aua. Okay. Denke bin ich halt nicht, ne? Ich habe ein bisschen Leben und so, aber. Oh. Na gut. Man muss die Ulti ab und zu ja auch mal verwenden. Wird das finishen? Weil wir haben eine Shyvana, ne? Shyvana macht schon ziemlich guten Damage. Nee, ich glaube, das sollten wir raus. Oh. Grip hin. No.
Ich glaube, ich hatte den E ab, aber der E ist irgendwie... Ich glaube, der E fliegt quasi erst langsam an. Ach, da haben wir jetzt relativ viel getrowt. Ich war dann, glaube ich, die Wave raus. Das ist ganz cool, aber die geht weg. Okay. Ich glaube, Shyvana ist auch so ein Champion, den ich mir mal angucken muss. Alter, und Kaiser auch. Kaiser hat mir Sola auch empfohlen. Aber Rede und so, das ist so einer der obvious Wünsche von euch. Vielleicht werden die auch alle von Kutscher angestiftet, ne? Ach, LeBlanc, mein Junge. Das ist nicht das, was du machen willst. Trust me. Genki Dama. Okay. Ach, was soll das denn jetzt? Mein Gott, darf ich vielleicht meine Sachen nochmal einsetzen? Sehr nett vom Thresh, dass er da vorbeikam. Ich glaube, ich hätte meine... Also jedes Mal, wenn ich Corruption Push einsetze, bin ich auch schneller wegen diesem scheiß Time Warp Ding, ne? Das ist irgendwie... Das ist halt ein bisschen broken. Aber meine Ult war gut, weil sonst werde ich einfach gefuttert. Mein Damage am Nash sollte eigentlich auch ziemlich solid sein. Hallo! Oh shit. Oh man. Oh, den hätte ich fast auch gekillt. Aber dann doch nicht. Ich habe auch kein Mana mehr, das ist ein kleines Problem. Map. Sagen wir mal, ich habe gebaitet. Auch wenn ich es nicht glaube. Ich habe reingeslowt. Ich will jetzt Mana für meine Ult selben. Ach, die glaube ich doch, okay. Aber so ein Execute mit der Ult, da sehe ich mich eigentlich noch. Ja. Ja. Kaiser hat nicht mich geheilt, ist ein bisschen ärgerlich. Alter, der Slow von der linken Seite 10. Okay, Leute. War mal das klar, dass das passiert. Okay, Aurelion Sol, würde ich sagen, ist abgeschlossen. Es war besser, als ich dachte. Aurelion Sol ist für mich normalerweise ein Champ, wo ich dachte, boah, gar keinen Bock drauf. Aber das lief ja deutlich besser als gedacht. Ich hatte auch das bessere Team, das muss man sagen. Aber dafür, dass ich 1-0 zurücklag, war mein Top-Dinner fein. Und dann habe ich den LeBlanc halt einfach gekleppt, ne? Aber ich glaube, der LeBlanc war auch richtig garbage. Oh, das war meine Promo. Nice, Platin 1. Vielleicht mache ich noch Diamond 5 auf meinem durchgequatschten Account. Ich habe ziemlich guten Damage. Ja, Leute, aber das war trotzdem... Oh, fuck. Sie hatte einfach Lags. Das sagt natürlich... Naja, Leute, das habt ihr nicht gesehen. Das war eine Worte First Time, diesmal Aurelion Sol. Wie gesagt, war jetzt lange im Urlaub. Ich hoffe, der Content hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Und ich bin ab morgen wieder in Berlin und da gibt es wieder frischen Content. Wobei, ganz ehrlich, eigentlich soll es kein Unterschied gewesen sein. Macht's gut, bis bald, euer Johnny.